Das sind Ihre Rekrutierungswerkzeuge, die Sie nutzen können. Und ja, ich glaube, es ist eine Punktlandung. Es ist genau Viertel vor. Das war so der Plan, da fertig zu sein. Ich habe noch eine Umfrage mitgebracht. Wenn Sie Lust haben, können wir die jetzt auch noch kurz machen, um einzuschätzen, was Sie schon nutzen an Rekrutierungstools, von denen, die ja jetzt gerade vorgestellt worden sind, was Sie als nützlich erachten und wo Sie denken, dass Sie das als erstes anpacken oder verändern würden, wenn Sie da jetzt drüber nachdenken. Und da wäre es toll, wenn Sie auch nochmal auf den QR-Code gehen mit Ihrem Smartphone oder über www.menti.com und den Code 3435-3091. Ich warte jetzt nochmal einen Moment. Da wäre das vielleicht auch nachher noch, wir wollen ja noch ein bisschen diskutieren und nochmal Grundlage dafür mal zu hören, wie sieht es denn bei Ihnen im Unternehmen aus, was ist für Sie nützlich, wo wollen Sie sich vielleicht noch optimieren? Genau. Jetzt wechsle ich mal auf die Umfrage. Ich hoffe, dass Sie das schon haben einscannen können. Sonst steht gleich auf der Folie, aber auch oben nochmal der Code. Gehen wir mal ins Vollbild. Ach, es haben auch schon ganz viele geantwortet. Super. Homepage, Karrierewebseite, Stellenanzeigen, ist das, was schon viel genutzt wird? Ist auch nicht weiter erstaunlich. Ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass Sie eben eine eigene Homepage haben. Stellenanzeigen ist, glaube ich, auch eigentlich selbstverständlich, dass man das irgendwo in welchem Medium auch immer inserieren muss. Schulkooperation hat, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial bei vielen Unternehmen. Man sieht hier an der Welle, da sind einige, die das noch gar nicht oder nur wenig nutzen. Einige nutzen das schon intensiver. Praktikum wird angeboten. Ausbildungsmessen nutzen Sie. Speeddating scheint in der Region jetzt nicht so bekannt zu sein. Ausbildungsbotschafter, sehr unterschiedlich. Also da ist vielleicht auch noch Social Media, Entschuldigung, ist das Potenzial. Und Ausbildungsbotschafter ist was, was anscheinend so institutionell bei Ihnen auch nicht so bekannt ist. Was aber, glaube ich, was ganz Sinnvolles ist, fragen Sie da mal bei Ihren Kammern nach, ob das Projekt Ausbildungsbotschafter bei denen läuft, weil ich denke, das ist wirklich ganz sinnvoll. Das nutzen Sie. Vielen Dank schon mal für den Eindruck. Was denken Sie denn, was ist denn besonders nützlich? Vielleicht da auch noch mal eine kurze Einschätzung von Ihrer Seite. Dauert jetzt einen Moment, es sind ja auch ein paar Punkte, wo man kurz von links nach rechts den Regler schieben muss. Was ist besonders nützlich? Wo denken Sie, wo werden Sie besonders gut sichtbar mit? Jetzt kommen die ersten Antworten. Da müsste man das jetzt nochmal vergleichen mit dem, was Sie gesagt haben. Was nutzen Sie denn schon? Ausbildungsbotschafter sehe ich jetzt schon. Wird als nützlicher eingeschätzt, als es tatsächlich genutzt wird. Und auch Social Media hat eine hohe Zustimmung. Das Speed-Dating auch, vielleicht ein Format, was man auch anbieten könnte in der Region, wenn es das noch nicht gibt. Es fällt Speed-Dating und Ausbildungsbotschafter ein bisschen zurück, also Meinungen sehr unterschiedlich. Ja, ich glaube, die meisten haben geantwortet und an den Ergebnissen können Sie sehen, dass Praktikum sehr hoch eingeschätzt wird. Da vielleicht auch nochmal überlegen, habe ich da noch Potenzial, kann ich da noch mehr anbieten? Kann ich vielleicht auch die Information darüber, dass ich das anbiete, noch besser verbreiten, auf Ausbildungsmessen aktiv sein, vielleicht auch mir das Thema Social Media mal anschauen und die Ausbildungsbotschafter. Ich denke, das sind so die wichtigen Erkenntnisse. Und was würden Sie als ersten Schritt jetzt verändern wollen, wenn Sie jetzt so an die Rekrutierung denken, vielleicht mal ein oder auch zwei Stichworte, was Ihnen jetzt so spontan einfällt, wo Sie denken, dass bei Ihnen das meiste Potenzial auch besteht. Auch hier entsteht jetzt gleich wieder so eine Wortwolke, Ausbildungsbotschafter. Genau, also nutzen Sie das Potenzial, was Sie dadurch haben, dass Sie eigene Auszubildende haben, die Sie zufrieden sind mit ihrer Ausbildung, um das weiterzutragen in die Schulen, in Kooperationsschulen, die sie vielleicht haben. Nutzen sie das Praktikum.
Kooperationen ist, glaube ich, nicht nur mit Schulen, sondern auch vielleicht mit anderen Unternehmen oder in der Region, sich noch besser aufzustellen. Auch ein wichtiges Thema, Social Media, mehr Präsenz, Social Media Präsenz, vielleicht eine Social Media Strategie entwickeln, die Azubis stärker einzubeziehen. Ja, genau, das sind so die Themen, die, glaube ich, wichtig sind für Sie und für die Regionen, die Ausbildung in Ihrer Region. Wechsle ich einmal noch mal kurz in meine letzte Folie. Einmal noch der Hinweis für Sie über den Newsletter. Erhalten Sie ganz viele Informationen. Da würden wir uns freuen, wir als KOFA-Team, wenn Sie den abonnieren. Hier ist auch noch ein Link dann in der Präsentation, wie Sie da hinkommen. Und dann bedanke ich mich in dem Fall für Ihre Aufmerksamkeit und wäre jetzt am Ende meiner Präsentation und wir haben dann gleich auch noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen.